Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu God of War Ragnarök. Ja, wir machen jetzt hier weiter mit der Nebenmission, das Alpenheiligtum. Und ja, in der letzten Folge haben wir ja das geheime Ende auch abgeschlossen und waren ja auch bei der Bestattung von Brock. Und ja, jetzt geht's ja weiter. Wir tun jetzt das Alpenheiligtum hier in Alfheim erkunden. Los, Freya. Dann folgen wir mal hier diesem Pfad und schauen mal, was uns so erwartet in dieser Quest. Ja, und hier liegen überall Körper von den Alben. Die sind alle gestorben hier. So, wir gehen mal hier hoch. Zack, schön hier hochklettern einmal. Und zack. Hey, wer sitzt denn dort? Warte einen Moment. Ist es? Thor Shammah und seine Tochter. Ich mache dich stolz, Vater. Tja, schön für sie. Okay, schön die Fruit nochmal wieder gesehen zu haben, auch wenn es nur kurz war. Ich dachte gerade für den Moment, dass wir vielleicht hier eine Quest oder so jetzt nochmal mit ihr auch bekommen. Eine Nebenquest oder so. Und irgendwie, weiß nicht, sah das gerade seltsam aus. Sie mit dem Hammer von Thor. Ich weiß nicht, irgendwie passt das, glaube ich, nicht so ganz zusammen. Aber gut, ziehen wir mal weiter. Trotzdem schön, sie noch mal gesehen zu haben. Hier. Wem haben wir denn hier? Hulon in Alfheim. Die Schlitten ziehen, wie es aussieht. Sehr ungewöhnlich. Ich habe noch nie so gehorsame Gulan gesehen. Hier ist irgendjemand. Wie auch immer, das macht die Wüstenreise regelrecht angenehm. Wenn der Sandsturm nicht wäre. Ja, da hat Mimir recht. Jetzt können wir immerhin schneller hier durch die Wüste reisen. Und irgendwie sehen die süß aus. Irgendeine Idee, wo dieses Tier ungefähr sein könnte? Oder genießen wir einfach das Wetter? Wie willst du hier draußen irgendwas finden? Wie wär's mit einer Höhle, um uns zu orientieren? Okay. Da! Das hat jetzt noch eine Vielleicht Quest. Ist das verletzte Tier da drin. Was auch immer da drin ist, macht einen ganz schönen Wirbel. Wie kommen wir daran? Es gibt hier jede Menge Höhlen mit Tunneln. Suchen wir eine und schauen, wo wir landen. Es hat jetzt noch eine Quest hier aktiviert. Aber gut, wir machen jetzt erstmal die eine. Hier hoch sollen wir. Moment. Kann ich das hier aufheben? Ah, okay, da war auch nur Silber wieder drin. Ich sehe keinen Weg an diesem Tor vorbei. Nicht solange der Sturm tobt. Na super, also kommen wir hier nicht weiter. Solange der Sturm da ist. Das hat uns auch noch gefehlt. Ja gut, dann gucken wir nochmal ganz kurz hier rein. Da werde ich wohl erstmal das machen müssen. Einen Weg finden, die Kreatur zu erreichen. Geheimnis der Sande. Ja, das werde ich dann jetzt erstmal erledigen müssen. Eher können wir hier nicht weiterreisen, so wie es scheint. Und wenn ich das hier so mache, muss ich ganz klar sagen, das fühlt sich gerade wieder absolut wie eine Hauptquest bis schon so an. Als ob man noch die Hauptstory spielen würde. Aber gut, los, wir bewegen uns jetzt so schnell hin. Und irgendwie gefällt es mir, durch diesen großen offenen Bereich zu reisen. Zu reisen meine ich natürlich.
Eine verlockende Schatztruhe. Verdammter Sand. Alles okay. Ja, wir können hier also jetzt noch nicht so viele Nebenaktivitäten machen. Die Kisten sammeln und so weiter. Ja, wir müssen uns jetzt wirklich erstmal um den Sand kümmern. Wir sehen uns mal hier ein wenig um. Und hinten ist ein gigantisches Skelett. Da würde ich gerne mal hinmachen. Ganz kurz nochmal auf die Karte schauen. Geheimnis der Sande. Das Ziel ist dort vorne. So, jetzt sind wir hier in einem Suchbereich. Ich denke, hier sollten wir rein. Seht mal, da ist ein Höhleneingang. Hier sind wir richtig. Einmal runter. Diese Höhle erstreckt sich unter der Wüste. Ja, das ist offenbar eine Zuflucht für die Dunkelalben. Ohne Zugang zum Tempel ist das eine der wenigen Verbleibenden. Vielleicht finden wir Atreus' verletztes Tier hier unten. Geh voran, Vater. Ich vertraue darauf, dass du uns sicher führst. Ja, ich werde euch sicher führen. Allerdings, ohne Kämpfe wird das wohl nicht ablaufen hier. Darauf musst du also vorbereitet sein, Freya. Hier lang. Hi. Schön, euch zu treffen. Komm. Ah, das ging leider daneben. Aber das dafür nicht. Tschüssi. Flieg schön. Das einmal hier zerstören. Moment. Ja, wir brauchen einen richtigen Winkel. Moment, der Winkel hat gerade kurz gestimmt. Jetzt. Schöne Sache. Dann geht's weiter. Ja, Frank. Los, Feier. Greif sie schön noch mit an mit deinem Bogen hier. Und ich gehe mit Axtwurf schön drauf. Komm. Sehr schön. Den haben wir zerteilt. Hey, hier sind wieder so Gewände. Die sind Dingern. Ah, okay, und die brauchen wir hier. Moment, da oben ist was. Na egal, wir müssen auch so die Gegner wegmachen. Danach kümmern wir uns darum. Erstmal müssen hier alle Feinde weg. Sehr schön. Oh. Zack. Und los. Voll rein in alle hier. Jawoll. Zack. Zack. Und dann nochmal. Zack. Sehr schön. Na? Wer will alles hier noch eine schöne Abreibung? Gut. Immer schön. Rauf da. So, jetzt ist ein bisschen Speer-Action angesagt. Hier, nimm das. Und bumm. Tschüss. Schön aufspießen. Die armen Alten, blind vor Hass, gehen wegen ihres Schicksals auf alles und jeden los. Mit denen kann man nicht reden.
Ein Kampf ist unvermeidlich. Oh, glaub mir, ich weiß. Ich wünschte nur, es wäre... Ja. Und hier gibt es noch eine schöne Kiste. Ich muss aber jetzt erstmal sehen, ja. Ich möchte hier diese Dinger zerstören. Wir müssen das hier irgendwie machen mit dem Abprallen hier wieder an den unterschiedlichen Wänden. Ich denke, ich muss von hier aus irgendwo dagegen schmeißen. Das muss alles so dort rüberfliegen, denke ich, irgendwie. Also das ist das Beispiel, was sie von hier dort rüber schleudert und dann irgendwie dort so ran. Irgendwie denke ich, so in der Art muss hier das gemacht werden. Hier an dieser Stelle. Na, Moment, das war doch schon eigentlich ganz gut so, wie ich finde. Moment. Also das fliegt ja hier ran, ja. Aber hier geht es dann nicht weiter, weil es hier ran fliegt. Jetzt müsste es schräg dort rüber eigentlich. Mal ganz kurz gucken. Ja, egal, wir gehen das mal kurz hier hoch. Vielleicht habe ich von hier oben aus einen besseren Winkel. Vielleicht kann ich es auch von hier oben ganz einfach wegmachen. Ja, ich glaube, da geht das sogar ohne, dass ich das so machen muss. Ja, hier kann ich es einfach so runterwerfen. Ah, okay. Ja, ich hätte gedacht, das wäre jetzt hier so, dass ich irgendwie das hier rüberschmeißen muss. Dann muss das hier ran und dann hier ran und dann muss das halt da drunter. Also, dass die ganzen Dinger so verbunden sein müssen, dass die Axt halt immer schön abprallt und weiterfliegt. Geduld. Eine Tugend oder eine Drohung? Kommt auf den Leser an. Aber gut. Erstmal Kiste holen. Bisschen Leder. Schöne Sache. Ja, und jetzt muss ich mir mal noch was überlegen hier wegen der Kiste. Eigentlich würde ich gerne das hier kaputt machen wollen, aber das geht leider nicht. Also hier komme ich nicht durch. Vielleicht kann man das Tor von der anderen Seite aus öffnen. Also hier ist auf jeden Fall die eine Klappe. Die anderen sind auch wahrscheinlich auf der anderen Seite. Aber hier drin habe ich jetzt nicht nochmal welche gesehen. Gut, dann machen wir jetzt mal hier hoch. Ich denke, vielleicht kann man das irgendwo dort öffnen. Mal sehen. Jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Mal sehen. Vielleicht sehe ich von hier aus nochmal so eine Glocke. Dieses Tier, das Atreus gehört hat. Warum helfen wir ihm erst jetzt? Es hatte keine Priorität. Wir hatten damit zu tun, Ragnarök zu verhindern, statt einen Ausflug in die Wüste zu machen. Zu schade. Ich glaube, Atreus hätte es gefallen, ein verletztes Tier zu retten. Ja, hätte es. Tut mir leid. Ich wollte kein Salz in die Wunde streuen. Hast du nicht. Atreus hat seinen Weg gewählt. Er wird auf sich aufpassen. Ja. Und schön, dass jetzt immer wieder hier so ein bisschen auf das Ende eingegangen wird. Und ich muss mir was einfallen lassen. Moment, hier ran erstmal. Dort hoch muss ich das werfen, ja. Wir brauchen eine bessere Position. Von hier aus müsste das gehen. Ja, noch ein bisschen hier rüber zu der Seite. Komm, 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 komm. Nee, der Winkel ist noch nicht irgendwie richtig drin. Der Winkel ist noch nicht gut genug. Also, sobald ich hier rüber gehe, ja, dann fliegt das eher hier in meine Richtung. Wir wollen aber genau das Gegengesetzte ja hier erreichen. Ich müsste also eigentlich noch ein bisschen weiter hier hin. Von hier aus muss es funktionieren. Achtung, linke Seite! Aber die Gegner sollten auch mal entfernt werden. Hey, und hier ist sogar noch eine Glocke. Die eine Glocke hier. Die andere auf der anderen Seite. Hier fehlt nur noch eine letzte. Und das Tor hier kann man auch öffnen. Gut, dann müssen wir gleich noch die letzte Glocke finden.
Ja, dann holen wir uns nämlich hier noch die Kiste. So, hoch damit. Eine Glocke. Zweite Glocke. Und die dritte Glocke ist bestimmt irgendwo hier hinten oder so. Ich guck mal ganz kurz, vielleicht hängt die hier in der Umgebung. Ich sehe sie direkt. So, erstmal das erledigen. Gut gemacht. Und da drüben kommen wir ja. Da habe ich ja eigentlich keine gesehen. Ich gehe mal hier hoch. Kann ich das Tor auch noch öffnen? Nee, das geht nicht auf. Gut, 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 gut. Ich will mich mal ganz kurz noch hier umsehen. Vielleicht sehe ich die letzte Glocke hier irgendwo. Die kann halt überall hängen. Das ist ein bisschen das Ding. Hier war ja die eine Kiste, ja. Dort drüben war die eine Glocke, die andere war dort. Dann denke ich, ist die letzte eigentlich noch irgendwo in dieser Region hier versteckt. Oder vielleicht auch dort innen drin, ja, wo wir vorhin gegen die Gegner gekämpft haben. Ich wünschte, ich hätte meinem Sohn so vertraut, als er Atreus alter war. Baldrin suchte das Abenteuer, doch ich dachte immer wieder an die Worte der Norn. Die Sorge hat dich verzehrt, wie der Zorn mich verzehrte. Du hast ihn überwunden, letztendlich. Dank Atreus und seiner Mutter. Ja. Hätte Odin seine Kinder so sehr geliebt, wie er sie ausgenutzt hat, wären beide noch bei uns. Ja, also hier sehe ich jetzt auch nichts. Schade. Ich hätte erwartet, vielleicht ist die hier noch irgendwo. Die eine Glocke, die ich suche. Aber leider ist dies nicht der Fall. Ja, nun gut, wir werden eh hier nochmal herkommen. Moment. Hey, immerhin haben wir jetzt hier noch dieses seltene Tier ausgeschaltet. Das heißt, es gibt nochmal eine seltene Ressource jetzt für uns hier. Sehr schön. Ja, wir den teilen. Jawohl. Gut, Baumaterialien reinbekommen hier. Weiter geht's hier. Dann ziehen wir jetzt mal schön weiter. Hier oben geht's lang. Hep. Jetzt einmal hier rüber. Und dann hier ran. Jawohl. Moment, wo geht's von hier aus weiter? Ach, hier, ganz normal klettern. Gut, kriegen wir hin. Und hier rüber. Hey, sieh an, hier ist die letzte Glocke. Okay, dann könnten wir uns eigentlich jetzt schon noch drum kümmern. Und die Kiste. Ja, dann machen wir das jetzt fix. Los, schnell nach unten. Sehr schön. Ich denke mal, hier wird bestimmt so ein Horn drin sein oder so. Mal sehen. Ja, habe ich rechnet. Sehr schön, maximaler Rage erhöht. Gut, jetzt geht's weiter. Schön, dass wir es dann letzten Endes noch hinbekommen haben. Das freut mich. Ja, und hier haben wir jetzt auch erstmal wieder Gegner. Die es erstmal wissen wollen. Los, kommt her. So. Jawohl, immer schön näher ran und drauf auf ihn. So, ein Viertel ist schon mal weg von seiner Gesundheit. Ist auf jeden Fall einer von den etwas stärkeren von denen. Weil hatten wir ja auch erst letztens bei so einem Portal. Ja, soweit geht's mir eigentlich gut. Ich muss gerade nur meine Waffe wechseln. Und jetzt los.
Ah, leider ein bisschen daneben gehauen, die Attacke. Aber insgesamt hat sie immer noch gefressen. Ja. Also der ist wieder stark unterwegs, der Kollege hier. Wie das letzte Mal auch schon. Gut, also bei dem taktisch auf jeden Fall ein bisschen mehr rangehen. Ja, sehr schön. Rot! Komm. Jawohl. Los, fang. Achso, hier ein paar Dinger noch verteilen. So, und zur Explosion bringen. Okay, das habe ich mir anders vorgestellt diesmal. Alter. So, hilf mir Freya. Sehr schön, da bin ich wieder. Zack. Jetzt hat euer Ende geschlagen, meine Lieben. So, hier, nimm das. Und für dich hab ich das. Oh, der hat gut reingehauen. Also, die sind immer noch ordentlich stark, ja? Wie ich finde, diese komischen Generäle oder was das sind von den Alpen? Kein Plan. Ich denke, das ist eine Art General oder so. Auf jeden Fall sind die stärker, die gewöhnlichen. So viel ist sicher. Aber gut. Den hätte ich mich einfach nur ein bisschen taktischer anstellen müssen. Auf jeden Fall bei dem ist Fernkampf wichtig, wie ich finde. Problem war eigentlich jetzt gerade nur, dass er halt seine Freunde noch hier bekommen hat. Die ihn hier unterstützt haben. Ja, die müssen auch gleich wiederkommen. Ich glaube, ungefähr bei der Hälfte seiner Gesundheit kommen dann seine Freunde. Oh, hinter mir. Sie sind jetzt da. Los. Jawohl. Wir haben ihn gut Gesundheit abgezogen. Lauf, 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 lauf. Das einmal einsammeln. Und wieder ins Gefecht. Komm schon. Jawohl. Einmal das wieder reinhauen. Rage nutzen. Und finishen. Zack. Komm, gib das Zeug schnell her. Gut, dankeschön. Und jetzt ist der hier auch noch dran. Links von dir! Oh ja, 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 jetzt wollte ich nochmal richtig wissen hier. Aber. Ich habe es geschafft. Atreus erinnert mich eher an den jungen Freyr als an Balder. So einfühlsam. Und dieser Drang, Bedürftigen zu helfen. Das hat er von seiner Mutter. Trotz aller Versuche, ihm das abzugewöhnen, hat er auf unseren Reisen immer irgendwem geholfen. Oder Botengänge für die Zwerge erledigt.
Feys Einfluss ist sogar noch größer. Was glaubst du, warum du es mit einer Höhle voller Dunkelalben aufnimmst, um ein verletztes Tier zu retten? Hier müssen wir durch. Moment. Hier sind wieder solche Dinge zum Zerstören. Hier müssen wir kurz was uns einfallen lassen. Erstmal das hier. Zack. Ich denke, wir brauchen eh dafür einen anderen Winkel, um das da drüben zu erledigen. Oder geht's von hier aus? Ne, wohl kaum. Am besten müssen wir dort hinten stehen. Ich glaube, dort kann man auch hin. Von daher los. Einmal hier runter. Und wenn ich jetzt hier lang fahre, sollte ich dorthin kommen. Aber erstmal sind meine kleinen Käferfreunde wieder hier. Oh, Hilfe. Ja, die explodieren wieder. Einmal hier ran. Ende ist auch noch was zum Drehen. Oh, Moment. Wische ich leider nicht von hier, okay. Moment. Das war schon besser. Also ich muss das hier auf jeden Fall wieder machen mit diesen Reflektionen. Vielleicht muss ich das mal irgendeine andere Stelle hier beseitigen. Okay, dann müssen wir uns mal ganz kurz umsehen hier. Also auf jeden Fall muss ich hier das Goldene entfernen. Hier dahinter sind wieder solche Sprengfässer, glaube ich. Ja. Hier erwische ich das eine da drüben. Ja. Hinter sind solche komischen Kristalle. Moment. Hier muss ich gerade mal gucken, wie wir das hier machen. Jawohl, jetzt haben wir es. Schöne Sache. Jetzt drehe ich mal das dort oben. So bringt es mir nichts. Ja, ich muss das in den richtigen Winkel hier bringen. Darauf läuft es wieder hinaus. Ich denke, dass irgendeine Reflexion da dran gehen muss. Vielleicht habe ich es auch falsch gestellt, mal sehen. Auf jeden Fall sind wir schon mal weiter als wie vorher. Vielleicht noch ein Stück weiter drehen. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, sonst verdrehen das nochmal hier an. Also wenn es so steht, bringt mir das auf jeden Fall gar nichts. Ja. Aber wenn es so steht, könnte mir das vielleicht was bringen. Vielleicht kann das eine Ding von da drüben hierher fliegen. Solche Ausflüge dienten früher Atreus' Ausbildung. Oder dazu, ihn beim Ressourcensammeln auf die Probe zu stellen. Doch ich versprach ihm etwas, dass seine Stimme mich führt. Und die hat gesagt, du sollst herkommen? Er würde zustimmen. Komisch, dass mir das jetzt mehr bedeutet als vor seinem Abschied. Du hast es selbst gesagt. Atreus kommt mit seiner Mutter. Seine Zustimmung ist auch ihre. Also das Ding hier bringt schon mal nichts. Ja. Ich denke hier drüben ran. So, wenn das eine da drüben so ranfliegt, muss das dann bestimmt dieses eine Ding, was man drehen kann, treffen, denke ich. Ich meine, der Schuss geht ja dann irgendwie hier rüber vom Strahl her. Vielleicht muss ich das mal in die Richtung hier lenken. Moment. Also, dass das hier rüber so geht. Kein Plan, ob das funktioniert, aber wir müssen einfach rumprobieren. Ja. Das hat funktioniert. Sehr gut.
Schöne Sache. Ah, von hier aus jetzt da drüber. Okay, verstehe. Das hier müssen wir auch jetzt nochmal drehen. Und wieder geschafft. Macht irgendwie Spaß. Muss man halt manchmal ein bisschen nachdenken, aber macht Spaß. Ja. Aber drauf gehen will ich jetzt trotzdem nicht. Ja, wir müssen mal unsere Gesundheit wieder vollkriegen. Wegen diesem General-Dude ist die Leiste immer noch so weit unten. Hab's irgendwie noch nicht hingekriegt, mich wieder voll zu erholen. Und wir müssen jetzt hier nach oben. Wir sind auf jeden Fall auch bald bei unserem Ziel. Bei dem verletzten Tier. Ich habe seit meiner Kindheit keins mehr gesehen. Bei Gevions Geist. Das ist das größte Haftufer, das ich je gesehen habe. Das Heulen. Es kommt mir bekannt vor. Das ist das Lied der Sande. Normalerweise singen sie unter der Erde nicht so. Das muss der Grund für den Sturm sein. Ja, der Stocksubstanz nach, die es bedeckt, sitzt es hier schon viele Winter fest. Wir müssen es irgendwie losmachen. Ich wette, hier ist nichts, was ein gut gezielter Axtwurf nicht lösen könnte. Ja, ich sehe da, glaube ich, schon eine gute Möglichkeit. Allerdings, denke ich, müssen wir erstmal hier rüber irgendwie. Kann ich hier irgendwie weiter nach unten? Wenn wir die Steine da wegkriegen, passt der Winkel vielleicht. Die Steine wegkriegen? Welche Steine meinst du, Freya? Sie schaut hier nach oben. Ja, ich gucke erstmal ganz kurz hier. Ah, Moment, dort. Okay, gut. Jetzt kann ich hier rüber. Und von hier aus das hier. Schöne Sache. Das war gut. Gut, er ist schon mal etwas mehr frei. Jetzt habe ich hier unten dieses Ding noch. Ja, kann ich das vielleicht noch für eine andere Ecke nutzen? Sieht nicht danach aus. Jetzt habe ich nur noch die hier oben. Die Strecke hier. Ich denke, die schaffe ich, wenn ich hier einfach nur ein bisschen anders die Position verändere von mir. Halt, oder Moment. Vielleicht hier draufstellen. So von hier aus. Mal kurz gucken. Nee, nee, das war so nichts. Gut, dann machen wir hier rüber. Ja, also wenn ich das so mache, trifft das ja nur das eine. Ah nee, doch, das trifft alle. Gut. Die meiste Stocksubstanz ist weg. Wir sollten es jetzt befreien können. So, okay. An der Oberfläche müssen wir das Zeug noch zerstören. Dann ist er erst befreit. Wie haben sie es nur geschafft, ein so großes zu fangen? Hafgufers graben gern. Unsere Dunkelalbfreunde trifft also vielleicht nicht die ganze Schuld. Obwohl es in ihrem Stock festsitzt? Die Stocksubstanz gehört den Dunkelalben genauso wenig, wie das Licht den Lichtalben gehört. Sie ist nur ein weiterer von Alfheims natürlichen Rohstoffen und wird seit Urzeiten von den Alben genutzt. Und während die Lichtalben den Stock auf ihrer Seite loswerden wollen, ziehen die Dunkelalben hier im Übenland großen Nutzen aus ihnen. Wenn das stimmt, schadet es dann nicht mehr, als es nützt, wenn wir den Stock zerstören? Soll die Kreatur hier gefangen bleiben? Freyr hätte gewollt, dass wir alles tun, um diese Welt wiederherzustellen. Wir befreien es. Ja, aber erstmal müssen wir nach oben. Gut, wir sind oben. Wir nehmen den Schlitten wieder. Und jetzt geht es hier rüber. Hier, du solltest diesen Teil abschneiden können, dann ist das Hafkufer frei. Dann mal los.
So, wir befreien dich, mein Freund. Dass ich nochmal ein Hafenufer fliegen sehe. Zu schade, dass der Junge das verpasst hat. Der Sturm ist weg. Das Lied der Sande ist nach Alfheim zurückgekehrt. Allerdings etwas anders, als ich es als Kind gekannt habe. Atreus wird sich freuen, dass es keine Schmerzen mehr hat. Du freust dich darauf, es ihm zu sagen? Eines Tages, ja. Es ist ein Geschenk, dass er seinen eigenen Weg gehen darf. Ich weiß, das war nicht leicht. Und dir liegt auch viel an ihm. Du warst Atreus gegenüber immer anständig. Er ist der Beste von uns. Da hat sie recht. Na, wie schön, dass man sich hier draußen mal richtig unterhalten kann. Schön, wir haben es geschafft. Jetzt kümmern wir uns mal noch ganz kurz dort hinten um den Raben von Odin. Los, den werfen wir mal ab. So, sehr schön. Was haben wir denn hier? Das sind Gegner. Okay, die bewachen wohl die Kiste dort hinten. Ja, die Kiste möchte ich mir aber noch ganz gerne holen jetzt. Hey, was ist denn jetzt los? Schöne Bescherung. Was? Meine Gesundheit war so niedrig. Ich habe das nicht mal mitbekommen. Krass. Habe ich jetzt wirklich nicht gesehen, dass ich keine Gesundheit mehr so richtig habe. Ich hatte ja ganz schön schnell umgehauen gerade. Aber gut, jetzt ist die Leiste immerhin wieder voll. Von daher. So, bitteschön. Sehr gut. Und bitteschön. Jawohl. Moment, hier ist wieder so eine Art Anführer. Komm. Los, du musst runterkommen. Und drauf. Ja, ich krieg's mit. So. Meine Freunde müssen erstmal wieder weg. Ja, sehr gut. Freya Spezialangriff haut gut da rein. Jetzt muss ich noch meine Spezialangriffe hier. Schöne Sache. Und weiter los. Zurück. Hinter dir, Vorsicht! Ja, ich krieg's mit. Los, einmal das hier einsammeln. Sehr gut. Ja. Und noch ein Stück. Ja, das hat gezwungen. Sehr schön. Der ging auf jeden Fall etwas einfacher diesmal. Einmal alles eintüten hier. Hinten haben wir auch nochmal was zum Lesen. Sehr schön. Und das restliche auch noch einsammeln hier. Sehr schön. Eine Skizze für ein Schwertheft. Vielleicht sollten wir sie einem Zwerg zeigen. Sie wissen, was zu tun ist. Gut, haben alles eingetötet hier. Und natürlich haben wir jetzt auch noch eine weitere Nebenquest hier in der Wüste. Allerdings machen wir die jetzt für in dieser Folge. Hier machen wir jetzt erstmal Schluss. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!